Hallo und willkommen am Stream, willkommen hier zurück zu einer neuen Episode von einmal Observation Duty. Wir haben noch ein Haus offen oder ein Quartier und das fangen wir auch an. Das Hauptquartier müssen wir spielen und ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Das vergessene Haus war ja schon richtig geil, vor allem einfach, weil es was Neues war, dass wir drin rumlaufen konnten. Ich denke mal, im Hauptquartier wird es auch so sein. Ich hoffe, weil es ist eigentlich ganz cool gewesen. Haben wir was anderes gewesen. Okay, jo. Tatsache. Wir sind hier am Start. Ich laufe mal hier kurz rum. Hier steht ein Auto. Wir kennen ja die Regeln. Wir müssen uns die Sachen merken, wie wir sie sehen. Weil sie können sich verändern, bewegen, verschwinden, dazukommen. Alles, ne? Es geht alles. So. Welcome. Moin. Ich habe hier mein Handy am Start natürlich. Und jetzt müssen wir uns nur die ganzen Sachen merken. Fangen wir mal mit den Bildern an. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Wasserfall, Löwe, Delfin, Vogel, Berge. Life Starter Insure. Farm Life. Okay. Okay, das war sehr aggressiv. Da ist ein Mann. Und hier ist das Medical Center. First Aid Kit, Toilette, umgekippter Schrank. Dr. Alexander Lymsk. Okay, nicer Name. Oh, ich kann halt alles aufmachen, aber ich denke mal, das ist nicht so spannend jetzt, dass ich die Sachen aufmachen kann. Wichstücher, was gibt's denn hier sonst noch so? Noch ein Bild. Okay, hier gibt es sehr viele Bilder, auf die wir achten müssen. Ja, ne. Bild. Boah, das sieht creepy aus. War das... Ich weiß ja nicht, ob... Weil das Bild sieht jetzt schon so creepy aus. Ob das vielleicht davor was... Ich mach's einfach mal. Vielleicht war das ja was anderes davor, wer weiß. Weil ich finde, das sieht jetzt schon sehr creepy aus. Okay, hier sind auch noch ein paar andere Sachen. Das ist ein... Die Küche würde ich jetzt mal behaupten. Okay, das ist ein normales Bild. Sehr creepy. Keine Ahnung. Gefällt mir jetzt nicht so. Da ist ein offener Mund. Da ist eine Frau. Oh, und das ist das Hauptquartier. Wir sehen hier das erste Haus. Das zweite, glaube ich. Ah, der erste Teil, die zwei Häuser. Der zweite Teil, das und weiß ich nicht. Das ist interessant. Das ist cool. Das ist cool gemacht. Das ist ein Schmetterling als Bild. Gibt ja nicht genügend Bilder hier. Timothy. Okay. Das ist Timothy. Moin, Timothy. Timothy. Ja. Okay. Jetzt müssen wir halt nur schauen, was hat sich verändert. Oh Mann, es wird am Anfang sehr schwer sein. Vor allem, weil es halt auch viel auf einmal ist, was wir uns jetzt merken müssen. Das kriegen wir hin. Easy going. Oh shit. Wird sehr lustig. Es wird sehr, sehr lustig. Aber ja, gut. Wäre langweilig, wenn es nicht so wäre. Gut, das Auto ist hier noch. Ansonsten ist ja gar nichts gewesen. Geändert hat sich hier meines Wissens an nichts. Gut, die Sachen habe ich jetzt noch nicht so ganz im Blick. Oh, Jesus. Das ist viel. Das kann schwer werden. Das ist wahrscheinlich dann mit Abstand, würde ich jetzt sogar behaupten. Einfach weil es so viel... War hier nicht noch irgendwas drin? Hier waren doch noch Medikamente drin gelegen, oder? Ich bin doch nicht dumm. Der Schrank war doch mit Medikamenten besudelt. War dieser Denkenventilator hier schon? War dieses Bild hier schon? Ich werde wieder verrückt, ich sag's euch. Jo, hier war tatsächlich was, ne? Naja, die Medikamente haben gefehlt. Okay. Es geht gut los. Es ist nur die Frage, war dieser Deckenventilator schon da? Ich weiß es nicht, ich mach einfach. Ich hoffe mal nicht, dass es irgendwie schlimm ist, wenn ich das mache.
Jetzt habe ich nur die Bilder hier nicht mehr so ganz im Blick. Ich mache einfach. Das ist halt so, bei dem Spiel ist es halt, wir kennen es ja nicht anders, typisch, dass man einfach mal gefühlt alles reportet, was man sieht. Man macht überall von Bilder und ja. Das. Jo, nee, du, keine Ahnung. Das sind halt, das ist halt, ja klar, sind wir diese ganzen Ordner da, ne? Der kann. Okay, das ist, finde ich gerade ein bisschen creepy, weil ich mich nicht an dieses Bild erinnern kann. Aber das ist auch schon wieder, es ist schon wieder ein, ich weiß nicht, Bilder können so creepy sein, ich weiß auch nicht, vor allem wenn sie mich anschauen. Ja, da war nicht so, dachte ich mir. Bilder, ja, sowas hat es eher aus. Bilder, die mich anschauen, finde ich, oder generell Sachen, die mich anschauen, finde ich eh schon so creepy. Deswegen, das catcht mich immer. Und es ist halt nur ein Bild. Das finde ich halt immer so krass, was Bilder so bewirken können. War das vorhin schon so? Ich weiß es nicht. Bestimmt ist nur eine Mikrowelle, ist mir egal. Hier ist nichts. Hier ist das Third Aid Kit immer noch. Oder First Aid Kit. Ich gehe mal kurz raus. Ich muss ja irgendwie. Vielleicht bräuchte ich mal so einen Rundgang. So meinen Rundgang, den ich dann immer mache, dass ich weiß, okay. Ja, ich muss es ja. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich muss es mir irgendwie merken können, aber irgendwie, es wird nicht leicht. Ich habe so ein komisches Gefühl bei der Sache, dass es nicht leicht wird. Aber wir haben zwei Anomalien schon mal. Ja, zwei Anomalien ist schon mal etwas, ist besser als keine Anomalie. Ich weiß nicht, ob das schon die ganze Zeit da war. Ich report's einfach mal. Ist hier eine Kuh? Oder ein Schaf? Hä? Es hat sich hier gerade stark nach einem Schaf angehört. Okay. Hier ist ein Schaf irgendwo. Oder was ist das? Hä? Bin ich. Werde ich verrückt? Werde ich verrückt? Ich möchte nicht verrückt werden. Ich höre ein Schaf. Ich höre hier ein Schaf. Hier ist ein Schaf. Irgendwo ist es. Ne, geh da rein. Bin ich dumm? Ich höre doch hier ein Schaf. Das Bild hat sich geändert. War ein anderes Bild. Hä? Hä? Bild hat sich wohl doch nicht geändert. Ich höre doch. Wo? Im Kühlschrank ist es nicht. Oh mein Gott. Oh, geh weg. Ja, ich habe ganz laut das Bild. Uiuiui, ist das eklig. Da. Das hat sich gerade. Ich will die. Hä? Wo? Danke, das ist mir schon bewusst, ne? Ich suche ja schon das Schaf, Mann.
weiß nicht. Leute, ich. Ist das hier vielleicht irgendwo? Ich glaube nicht. Problem ist jetzt die Anomalie. Ne, aus dem Fenster auch nichts. Ich muss jetzt anfangen, langsam die. Naja. Ich weiß, ich finde jetzt. Okay, das Bild war ja wahrscheinlich so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich höre es zwar. Nur weiß ich null, wo das ist. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Wo kann denn hier was sein? Das ist nicht richtig. Was auch immer das ist. Das ist ein Kind. Heult das Kind? Oder ist eine Frau oder was weiß ich? Ich würde aber ganz gerne eigentlich das Schaf finden. Nur ich weiß halt nicht wo. Keine Ahnung, ob das normal ist, das Bild. Hier irgendwo. Ich. Lüftungsschacht vielleicht. Ah, ist das Bild normal? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, Leute. War hier nicht ein Ventilator? Oder war der hier? First Aid Kit. Mach ich mal. Bin mir nämlich nicht so ganz sicher. Das. Spinne. Eklig. Spinne, geh weg. Ekelhaft. Danke. Ja, ich weiß nicht, wo du bist, Bruder. Komm her. Ich finde dich nicht. Ich kann, du bist auch nicht im Mülleimer oder so. Nee, oh, wollte ich gar nicht. Ich weiß nicht, wo. Was soll ich tun? Das war ja schon so. Was, ich kann mit der Toiletten auch was machen? Ach, Schnauze halten. Ich kann die Toiletten aufmachen. Ich will dieses Schaf finden. Oder was auch immer das ist. Nö. Ich weiß es nicht. Ich weiß so gar nicht, wo ich das suchen muss, was ich das suchen muss. Da war das passt soweit, würde ich es mir behaupten. Gehe ich nochmal hier hinten rein. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. War das schon die ganze Zeit so? Ich schätze es einfach mal. Oh, man wirklich, man wird hier sehr paranoid. Man weiß, ihr wisst es ja. Ne? Man, wie paranoid. Paranoid man hier. Ja. Das dazu. Ich habe dieses Schaf nicht gefunden. Ich habe verloren und bin gestorben. Wir probieren es nochmal, natürlich, ganz klar.
Ich hab diese. Ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Hatte das vorhin eine andere Farbe? Ich glaube, es hatte vorhin die grüne Farbe, oder? Das war nicht lila oder pink wie jetzt, sondern grün. Glaube ich. Das war ein Fehler. Soll ich hier lieber mal die Türschlüssel auflassen? Man weiß ja nie. Okay, hier ist aber sonst, glaube ich, gar nicht großartig was anders gewesen. Wenn ich das jetzt hier so sehe. Auf dem Tisch sind nur zwei Wichstücher-Verpackungen. Der Deckenventilator hat sich vorhin bewegt, glaubt. Ne, das war der am Anfang. Ich weiß es nicht. Da ist ein Bild. Das habe ich. Ich konnte es. Okay. Ich konnte das Bild aussammeln. Warum? Ich glaube, vielleicht könnte ich dieses Bild hier dazu machen. Nee. Aber. Ne, der Ventilator, der bewegt sich. So, okay, der darf sich auch bewegen. Sei ihm gönnt. Sei ihm sehr hart gegönnt. Das war ja so. Gut, vielleicht war da eine Tasse weg. Das, boah. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wo das Tier war. Das Tier ist eigentlich das, was mich gerade so ein bisschen interessiert. Weil, ja, nee. Ich denke mal, jetzt hier in dem Kühlschrank wird sich jetzt nicht wirklich was verändern. Würde ich jetzt auch mal sagen, alles gleich aus. Könnte auch sein, dass ich mich gerade vollkommen täusche und ihr schlagt euch gerade zusammen wegen mir. Das ist ganz Standard, ist ganz normal. Hier ist alles normal noch. Würde ich mal behaupten. Hier ist gar nichts. Kann ich mit dem Auto irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Raus komme ich ja auch nicht. Ich glaube, die waren die ganze Zeit schon so die Mülltonnen. Okay. Okay. Ich würde mal behaupten, es hat sich schon irgendwas getan. Ist das kleiner geworden? Kommt mir so klein vor. Der bewegt sich nicht. Ist auch okay so. Nee. Hier sehe ich auch gerade eigentlich. Ah. Okay, das ist nicht normal. Das ist auch nicht normal. Hier ist irgendjemand sehr aggro. Nicht cool, ne? Nicht cool. Ist hier jemand im Haus? Boah, das wäre krass. Das wäre krass. Ja. Noch alles cool. Die Kugel ist noch da, das passt so. Da ist noch ein Bild. Das passt so weit auch. Sieht mir irgendwie so leer aus, der Raum. Weiß nicht wieso. Aber ist halt so. Ist hier irgendwas anders? Scheint mir
auch normal zu sein noch. Also nichts, dass ich irgendwie was umgestellt hätte. Bilder sind normal. Da ist die Tasse noch. Ich glaube, hier ist auch noch alles sehr normal. Ich sehe es doch schon kommen. Es ist irgendwas nicht normal. Irgendwas ist doch nicht normal. Kann doch nicht sein, dass es alles normal ist. Nicht schon, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Wo bist du? Nee, wo bist du? Bist du in einem Bild drin? Kann ja nicht sein, dass ich die nicht finde. Gibt es einen geheimen, keine Ahnung, Ort oder so? Nee. 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 Nö. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, Alter. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich meine, klar, ich muss auch hier wieder erstmal in das Haus reinkommen und so, aber wenn ich halt die ganze Zeit dieses scheiß Tier nicht finde. Ist auf dem Dach vielleicht, aber da kann ich ja gar nicht hochgucken. Ah, fucking hell. Fucking, fucking, fuck, fuck. Fuck. Ich find's nicht. Ja, was bist denn du? Irgendwas, wo mich auch anguckt, aber irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Ich weiß nicht, dich kann ich jetzt nicht so ganz ernst nehmen, weil du siehst irgendwie, weiß auch nicht, aus wie so ein Eierkopf. So ein richtiger Eierschädel. Ich weiß nicht, wo dieses scheiß Schaf ist. Ich mache es einfach mal so, vielleicht hilft's ja. Hat er sich die ganze... Nee. Bist du das Geräusch? Katze mit drei Augen? Du Motherfucker. Du Scheißkerl. Das war safe die Katze mit den drei Augen. Warum auch immer die ein Schaf nachmacht. Mal hören, tue ich sie nicht mehr. Oder tue ich es nicht mehr. Das war arschig. Weil ja wenigstens Bescheid. Okay, sieht eigentlich noch normal aus. Ich würde jetzt auch mal nicht hier sagen, hier ist alles noch normal. Och nee, schon wieder du, ne? Geh mal weg. Wirklich, kann ich gar nicht abhaben, Spinnen. Ich mag Spinnen nicht. Können es nicht lieber Schmetterlinge sein? Na, wer kennt's? Ja, tschüss, du Arschloch. Gehe jetzt mal kurz raus, schau mal, ob sich hier was getan hat. Weil irgendwann muss ich hier ja auch mal was tun. Nix, hier hat sich nix getan. Ja, ne? Immer noch Farmleben. Leben auf einer Farm, wunderbar.
Das ist ja echt doof. Dann muss ich ja wirklich die Türen ab und zu auch schließen. Schließen. Dass ich weiß, ob hier einer, ob hier irgendwie was ist. Ich weiß halt nicht, ob sich die Kameras irgendwie verändern können. Das ist die ganze Zeit schon da. Keine Ahnung. Probier es einfach mal aus. Boah, ich weiß nicht. Ja, nee. Gehen wir mal hier hinten rein. Hier scheint aber auch eigentlich alles okay zu sein noch. Würde ich das mal behaupten. Ich tue einmal den Tisch fotografieren und abscannen. Irgendwas muss man ja haben. Bitte kann nichts in diesen Scheißakten auch in diesen Dingern weggehen. Wäre nicht nice. Wäre gar nicht geil. Aber es ist schwer. Hier fehlt was. Da waren zwei Sachen drauf. Das habe ich noch in Erinnerung. Da fehlt ein Wichstuch. Und irgendwie kommen mir die Dosen sehr groß vor. Kann das sein? Oder sind die ganze Zeit schon so groß gewesen? Ich glaube nicht. Tue ich die auch gleich mal wegmachen, weil die kommen mir sehr groß vor, die Dosen. Da sonst noch irgendwas? Geh mal raus. Die Dosen waren normal. Gut, von mir aus. Oh Mann. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde es sehr schwer. Also ich, dieses Hauptquartier finde ich sehr schwer. Weil es da so viele Kleinigkeiten gibt, auf die man achten muss. Ich mache einfach mal hier, weil ich nicht weiß, ob hier was war. Tür zu. Man muss hier wirklich auf so viele. Okay, ich dachte, hier war ja was. Kleinigkeiten achten. Das nenne ich mal Baby. Okay. Oder Babybild oder was weiß ich. Bilder können sie gut. Habe ich schon mal erwähnt? Nee, jetzt wisst das. Bilder können sie. Bilder bin ich echt zufrieden. Bilder können sie richtig schön grün machen. Und hier muss auch noch irgendeiner am Fenster stehen und dann läuft der Hase. Ich tue hier mal das da fotografieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob hier irgendwas komisch ist. Tür zu, ist nicht. Tür auf. Tür wieder auf. Nee, ist nichts, okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das wissen muss, aber gute, gut, gut. Ich glaube, das Bild habe ich noch gar nicht so begutachtet, aber ich würde jetzt mal auch nicht behaupten, dass da irgendwie was ist. Sonst sieht es da. Hallo? Ich würde sagen, sonst sieht es eigentlich wieder gut aus. Das sage ich aber die ganze Zeit und dann ist irgendwas. Übrigens war ich mit meiner Freundin letzt am Wochenende bei dem neuen Film The Purge. Oder The Forever Purge. Ich muss sagen, das ist halt der fünfte Teil von der Purge-Reihe und soweit ich weiß auch der letzte. Es kommt kein weiterer Teil raus. Schaut es euch an. Ich fand ihn eigentlich echt gut, mal ein bisschen was anderes. Und dieser Credit Sounds ganz am Ende, ihr hört euch das an, so mexikanisch-amerikanisch, aber so gut. Wirklich dieses Lied extra für Purge gemacht, mega gut. Der Film hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. Vor allem dann schön, also wenn man dort reingehen sollte ins Kino, wenn man Bock hat, geht in eine Nachtsvorstellung rein. Schön abends, 21:30 Uhr oder so oder 20:30 Uhr. Ist am geilsten. Ist einfach am geilsten. Man kann nichts anderes sagen. Okay.
kann nichts anderes dazu sagen. Ja, ich weiß, es sind too many anomalies hier. Aber was soll ich tun? Ich habe halt keine Ahnung, was ich... Ich würde es ja gerne rückgängig machen. Aber ich habe ja keine Ahnung, wo die ganzen Anomalien herkommen, ne? Weiß es ja nicht. Es sieht schwer aus. Ich finde sie nicht. Ist hier irgendwas? Nein. Ja. War da was an dem Bild? Ja, wir haben gefailt. Aber wir probieren es natürlich nochmal. Deswegen, legen wir gleich wieder los. So, probieren wir es mal wieder. We try. Geht's in die nächste Runde rein. Und ich bin ja gespannt, ob wir viel mehr jetzt mal schaffen. Komm, wir müssen das wenigstens mal bis 4 Uhr schaffen, oder? 4, 5 Uhr wäre doch mal was. Ja, okay. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Na gut. Genau. Nee, da ist nichts. So, jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht uns irgendwie ein bisschen die Sachen merken können. Wir wollen ja nicht so blöd rüberkommen. Ja, ist jetzt nicht so Ziel und Zweck der ganzen Sache. Ja. Sieht doch schon mal ganz safe aus. Ne? Sieht doch ganz safe aus, safe aus. Safe, 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 safe. Hier sind sehr viele Rauchmelder. Sind es Rauchmelder? Ich glaube schon. Oder Licht oder sowas. Was macht denn dieses Loch da eigentlich auf diesem Bild? Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was natürlich auch noch sein kann, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man durch die Kamera was sieht, was man dann auf dem normalen Bild nicht sieht. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt beim alten Haus und ich weiß nicht, ob das zustimmt oder nicht. War schon etwas länger her, als wir das gespielt hatten. Aber ja, gut. Oh, hier ist gar nichts. Kann hier irgendwas sein? Oh, hier ist ein Bild. Das ist hier. Nämlich. Ich weiß nicht, was die Bilder können. Ich habe keinen Plan. Aber ich nehme es halt mal mit. Muss ich mir die Reihenfolge von Geld? Okay. Ja, nee, da ist gar nichts drin. Von den Vasen merken vielleicht? Aber ich glaube es nicht. Ich denke nicht. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier scheint nichts zu sein. Die Spinne. Diese Spinne, ich weiß nicht, was ihre Mission ist. Aber sie ist hier nicht willkommen. Verpiss dich. Geh weg. Die Auswahl noch gar nichts, soweit ich das weiß. Ne, ja. Die Außen haben wir noch gar nichts hinbekommen. Ne, wir waren nichts. Na gut. Na, ist ja jetzt egal. Wichtig ist, dass wir mal ein bisschen länger das Ganze aushalten. Das kann ja nicht sein. Sieht eigentlich, ja. Alles noch ganz gut aus. Wasserfall, Löwe, zack, zack. Hier sieht auch jetzt nichts eigenartig aus, also dass es darum generell leer aussieht. Ah, das haben wir ja schon festgestellt, ist halt so. Ich guck mal, vielleicht finde ich hier nochmal ein Bild. Ich habe ein Bild gefunden. Ich weiß nur nicht, was die Bilder sind. Die Bilder müssen ja auch für irgendetwas sein.
Okay. Na gut. Nee, nee, nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Ich denke nicht, ne? Gold, jo. Sie kann ja auch einfach Gold nehmen und abhauen, ey. Scheiß mal auf den Shop. Wenn da eh Gold drin liegt, einfach das Gold nehmen und abpatzen. Da kenne ich nichts. Also, ich glaube nicht, dass sich im Kühlschrank was verändert. Da, das glaube ich so. Das ist nicht normal. Wingardium Leviosa, du Motherfucker. Nee, da ist nichts. Wir gehen mal wieder raus, schauen, ob da was ist. Ich glaub's nicht, aber. Ja. Ja, ja, geil. Hier, nice. Mega. Mega gut. Hier ist absolut nichts, was ich finde. Oder ich bin einfach dumm und ihr habt schon ganz viele Sachen gefunden. Das kann natürlich hier das Bild. Okay. Timothy ist erlaubt. Zeit. Hä? Das Bild, das ist. Hä? Ich hab's nicht so ge. Okay, das war Secret Ende vom dritten Teil. Haben wir wenigstens ein Ende erreicht, ne? Timothy ist tot. Er lebt. Es gibt mehr Timothys. Arbeiten wir noch? Wir können schwimmen gehen. Wir können in die Ferien gehen. Boah, wir können vieles. Okay. Ich würde sagen, one last try. Ein letzter Versuch, probieren wir es mal. Das Secret Ende haben wir jetzt schon mal, ne? Schön. Ist ja schon mal was. Ist ja schon mal etwas. Wenigstens haben wir etwas erreicht. Mein Gott, wird auch mal Zeit. Ein bisschen Erfolg zu haben, ist auch mal was ganz Schönes. Also hier ist ja wirklich gefühlt gar nichts drin, so ganz nebenbei. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir noch kommen in diesem letzten Try. Und dann hoffe ich auch, dass es euch das gefallen hat, weil ich muss sagen, einmal Observation Duty ist ein mega guter, mega gutes Spiel. Der dritte Teil ist aktuell der aktuellste. Und soweit ich es aber gelesen habe, wird aktuell ein vierter Teil gemacht. Aktuell, na, also es kommt noch ein vierter Teil raus. Und der wird natürlich auch gespielt, weil. Einmal Observation Duty ist einfach ein mega gutes Spiel. Es ist eine gute Reihe, ein Indie-Game. Es ist leicht gemacht. Macht aber mega Spaß, die Sachen zu suchen, zu finden. Ja. Ich muss sagen, der erste Teil und der dritte, die heben sich sowas voneinander ab. Mega gut. Mir gefällt es richtig. Und jo, ich hoffe natürlich auf mehr, dass auch mehr Teile rauskommen. Weil man kann immer wieder da was machen. Und es ist auch schön, dass es geht. Ist auch sehr schön, dass es geht. Ich will jetzt die Bilder hier mal nicht aufheben, weil. Nee, brauche ich ja jetzt auch nicht. Da ist endlich mal was außerhalb. Ein. Ja. Ein Schaukelstuhl. Ein Schaukelstuhl. Das ist nicht normal. Schaukelstuhl ist weg. Ich denke mal, das war sogar die allererste Anomalie, weil das relativ schnell war. Dann waren wir gut dabei. Jetzt geht's los. Es wird unser Try. Da rocken wir das Ding jetzt. Das holen wir easy going.
Easy peasy, lemon squeezy. Lemon squeezy, queasy, queasy. Jo, ich glaube, das war's auch schon wieder, ne? Ich finde schon, das war schon wieder komplett. Naja, nice. Ja, nee. Ja, nee, nee, nee. Tücher. Ich will nicht wissen, was das ist. Oh, okay. Ist nur eine Handseife. Alles cool, ist nur Handseife. Na, na. Was ihr wohl gedacht habt. Ich möchte es nicht wissen. Und wenn, lasst ihn doch einfach in sein Büro wichsen. Okay. Gut. Nee. Ist hier irgendwas drin, außer ein Bild? Nein. Gut. Ich glaube, das ist nicht normal. Das ist, glaube ich, nicht normal, weil das rot ist. Timothy's not here to help. Ja, weil das ist jetzt komplett negativ geschalten. Das ist nicht mal positiv. Davor war es ja positiv die ganze Zeit. Jetzt ist es negativ. Genau. Und ja. Ne? Jetzt schaue ich mal, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Dann würde ich noch mal kurz rausgehen. Vielleicht finde ich noch irgendwas draußen. Wer weiß, was da noch alles sein könnte. Vielleicht liegt im Mülleimer noch eine Leiche. Nein, liegt sie nicht. Ist auch schon mal gut, ne? Vielleicht ist das Auto irgendwann einfach verschwunden. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall ist kein Schaukelstuhl mehr da. Das haben wir festgestellt. Ja. Ich glaube, den Raum habe ich schon ganz gut im Kopf. Den hier noch nicht so ganz. Obwohl, ich denke schon. War das schon die ganze Zeit hier? Das weiß ich jetzt nicht, dieses Bild. Ich probiere es einfach mal. Okay. Nee, das war schon die ganze Zeit so. Cool. Das ist auch ganz normal. Auch normal. Auch alles ganz normal. Jo. Ja, es geht schon wieder los. Ich weiß nicht, was für Medikamente hier alles drauf waren. Deswegen einfach mal alles abfotografieren. Hier hat sich irgendwie noch gar nichts getan, habe ich das Gefühl. Deswegen fotografiere ich jetzt einfach mal diesen Schrank ab. Auf der Hoffnung, dass hier irgendwas... da ist ein Kopf. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja. Den Kopf, der gehört hier nicht dazu. Würde ich jetzt mal behaupten. Nicht so normal. Nee. Nee, gar nicht. Gar nicht so. Na, den machen wir ganz schön wieder weg. Ja, den braucht man hier auch nicht. Der sah ein bisschen gruselig aus. Ist halt nur ein Puppenkopf gewesen. Was liegt? Ist hier denn noch irgendwas draußen, was ich mal wieder schauen könnte? Nee, nee, nee. Intruder habe ich auch noch keinen gefunden. Ist auch nichts draußen. Dann geht's jetzt mal wieder rein. Okay. Ich weiß nicht. Nee, das. Diese blaue Banane als Sticker macht da jetzt, glaube ich, gar nichts aus. Ich hoffe es zumindest. Naja, in dem Raum hat sich gefühlt meines Erachtens noch gar nichts geändert. Die Bilder sind auch noch ganz normal. Ja. Ich weiß nicht, ob sich hier auch was ändern kann. So, das ist so meine Frage. Kann ich nicht beantworten.
Und ob sich vielleicht mal ein Ventilator dreht, mal nicht dreht. Mach das nochmal, weil ich nicht weiß, ob sich da was getan hat. Gold. Ich glaube nicht, ne? Hier. Das schöne, wunderbare Bild von diesem gruseligen Kind. Sonst würde ich... War der Stift schon immer da? Stifte sind nämlich sehr, sehr creepy. Ja, Dankeschön. Da fehlt auch was. Jetzt geht's los. Ich bin jetzt on fire. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich ready. Jetzt läuft der Hase. Wo ist die Spinne? Die kann ruhig auch kommen. Da zeige ich's. Mhm. Danke. Auto ist auf jeden Fall noch da, sonst ist hier eh gar nichts. Na gut. Ich würde aber vielleicht... Warte, was? Nein. Ich würde aber vielleicht, weil die tolle Kloschüssel hochmachen. Aber da ist auch nichts. Da ist auch gar nichts. Ich warte nur, bis die Bilder sich verändern, wenn ich ehrlich bin. Ich warte nur darauf. Hier ist auch nichts. Ich mach's trotzdem mal. Nee. Hat er sich die ganze Zeit schon bewegt? Ich blick nicht mehr durch. Mit den Ventilatoren an der Decke blicke ich nicht mehr durch. Ich kann ja einfach theoretisch gesehen auch alle einmal durchgehen. Aber ich glaube, es bewegen sich alle, außer der eine im Büro, wo das Kind auch war in dem Zimmer. Also dieses Kind da Bild. Ist ja irgendwas? Ne, alles normal. Auf der anderen Seite. Sieht auch ganz normal aus. Nichts eigenartig. Nichts eigenartig. Aber irgendwas hat sich doch geändert. Ich fotografiere noch mal ein bisschen rum. Ich fotografiere es ein bisschen. Macht Spaß. Ich mag sowas. Ich werde jetzt ein richtig krasser Fotograf. Ne, hier dreht sich der nicht. Hier in diesem Medical Center Raum. Nein. Auch nix. Ist hier was? Glaube nicht. Ist hier was? Nee. Ist hier was? Auch nicht. Hm. Doch. Hier ist schon wieder dieses komische Kind oder diese Frau. Was auch immer die da tut. Die Bilder haben sich noch nie geändert, wirklich? Hier hat sich auch noch gar nichts geändert, oder? Also einmal hat sich die Dinger bewegt da. Sonst? Nee. War das Bild die ganze Zeit schon so oder war das ein bisschen anders da? Ich glaube, es war ein Delfin. Ja. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es war ein bisschen anders. Ich darf hier gar keine Bilder machen, ne? Hm. Ja, das ist creepy. Geh mal weg. Das ist nicht mal ein Intruder.
Gehst du? Zieh dir mal was an. Danke. Sehr nett, dass du gehst. Nee. Nee. Sieht auch normal aus, soweit noch. Wirklich, ich habe das Gefühl, hier in diesem Raum hat sich gar nichts getan. Also das wäre krank, wenn da mal ein Kopf oder so drin wäre oder eine Leiche. Ich weiß nicht, wo es man sonst noch hin könnte. Ich hoffe, ihr spielt dieses Spiel auch natürlich. Weil ich muss sagen, ich finde es echt gut. Ist halt wirklich so wie Gehirntraining, ne? Wie Gehirnjogging. Man muss sich die Sachen merken. Ja, ne? Ist halt so Ziel und Zweck. Man muss sich die Sachen halt merken. Aber hier finde ich nichts. Naja. Hier ist auch gar nichts. Wo hat sich denn was verändert? Irgendwo hat sich was verändert und ich komme nicht drauf. Irgendwo ist was anders. Wenigstens ist jetzt mal im Außenbereich ein bisschen mehr los. Aber, naja, so war es halt so irgendwie auch. Weil ich hier auch nichts mehr finde. Was ist die ganze Zeit schon hier? Keine Ahnung. Irgendeine Art und Weise weiß ich nicht, wie es hier weitergeht. Was, wenn ich das einfach auflege? Ja, ich weiß, dass es wahrscheinlich einige Anomalies hier gibt. Und ich wahrscheinlich auch einige nicht finde. Weil ich halt wahrscheinlich auch so ein bisschen dumm bin. Und die halt einfach nicht finde. Ich mache das ja nicht extra. Ich gebe ja mein Bestes. Aber es reicht nicht. Ja, ist das doof, ne? Gut, da ist eine Pistole drin. Ist nicht normal. Reporte ich jetzt mal, weil böse und so. Da! 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 Och man, jetzt wo ich gerade was reporte, das ist doch typisch. Ich sollte aufhören, so eine Scheiße zu machen. Ich muss doch gar nichts reporten. Ja, kack. Du Arschloch! Ach man. Na ja, gut, das war meine eigene Schuld. Wirklich. Das war dumm von mir einfach. Das war einfach nur dumm. Ich hätte es noch ein bisschen rauszögern können, hat nicht so ganz geklappt. Na egal, egal. Wir haben wenigstens ein Ende noch geschafft. Wenigstens noch ein Secret End geholt. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Das war Iron Observation Duty 3. Wir haben das Vergangenheitshaus geschafft. Wir haben jetzt das Hauptquartier erreicht, gemacht, soweit. Und bald kommt hoffentlich der vierte Teil raus. Dann wird der natürlich auch gespielt, weil da habe ich mega Lust drauf, weil es einfach Spaß macht. Und ich hoffe, da kommt auch wieder was Neues. Dass sich immer was Neues einfallen lassen. Weil das ist cool. Ja. Aber ich glaube, wir müssen sogar noch vom zweiten Teil noch was spielen. Ich glaube, beim zweiten Teil haben wir ein Haus vergessen. Das Retro-Haus oder irgendwie so. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst alles, was ihr habt da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.